Hallo liebe Raumpatrouille, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein E-Mail-Konto ganz einfach mit dem kostenfreien E-Mail-Programm Thunderbird nutzen kannst. In diesem Beispiel nutze ich GMX, denn GMX ist ein gratis E-Mail-Anbieter, den ich selber auch seit vielen Jahren verwende. Bei GMX musst du aber einiges beachten und ich zeige dir heute ganz genau, wie du das einrichten kannst. Falls du noch keinen Account bei GMX hast, kannst du einfach hier über den Punkt E-Mail-Account anlegen, eine neue E-Mail-Adresse erstellen. Dazu gibst du hier deine Wunsch-E-Mail-Adresse. Hier hinten kannst du noch deine Wunsch-Domain auswählen, zum Beispiel gmx.net. Und dann musst du noch einige persönliche Angaben hinterlegen. Nachdem du das gemacht hast, hast du dann eigentlich sofort eine gratis E-Mail-Adresse. Standardmäßig erlaubt GMX aber entweder nur die Nutzung des Webmailers, den siehst du hier, oder der App. Und viele von euch kennen GMX vielleicht gar nicht anders als über die App oder den Webmailer. Und ich empfehle euch wirklich, beides nicht zu nutzen. Denn in der App und im Webmailer bekommst du unendlich viel Werbung und wirst im Hintergrund ausspioniert. Viel besser geht es hingegen mit einem E-Mail-Programm wie Thunderbird. Und wie du das jetzt freischalten kannst, das möchte ich dir hier zeigen. Du gehst als erstes hier im GMX Webmailer einmal auf die Einstellung. Das ist hier dieses Zahnrad-Symbol. Dort klickst du drauf und kannst dann hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Und hier gibt es zum Beispiel einmal diesen Punkt POP3-IMAP-Abruf. Dort klickst du einmal drauf. Und erst hier kannst du den POP3 und IMAP-Abruf aktivieren, denn standardmäßig ist der nicht aktiv und das ist zum Beispiel auch bei Gmail der Fall. Also achte auch dort darauf, bei Gmail, dass du erst den POP3 oder IMAP-Abruf aktivierst. Hier wird dir nochmal natürlich empfohlen, die App zu nutzen. In der App haben sie sich noch mehr unter Kontrolle als im Webbrowser. Im Webbrowser habe ich immerhin noch gut die Möglichkeit, mit einem Werbeblocker wie uBlock Origin hier unter Firefox die Werbung wegzublockieren und die Überwachungsmaßnahmen. Du siehst, hier werden bereits 124 Objekte blockiert, allein vom uBlock Origin. Ich scrolle also hier runter und kann jetzt hier diesen Punkt POP3 und IMAP-Zugriff erlauben, einmal aktivieren und kann dann hier einmal speichern. Jetzt muss ich noch diesen Code eingeben. Sag speichern und jetzt wurde die Einstellung auch schon erfolgreich übernommen. Zum Hintergrund, der Unterschied zwischen POP3 und IMAP ist ganz einfach. Bei POP3 werden die E-Mails von deinem E-Mail-Programm heruntergeladen. Sie bleiben also standardmäßig nicht auf dem Server. Das heißt, wenn du ein E-Mail-Programm zum Beispiel bei dir auf dem Compi installiert hast oder auf dem Handy und du rufst die E-Mails von dem Computer aus ab, dann sind die auf dem Handy nicht mehr sichtbar, weil der Computer die schon weggezogen hat. Das ist natürlich trotzdem weiterhin eine gute Möglichkeit. Du musst aber wissen, wie du damit umzugehen hast. Zum Beispiel könntest du in deinem E-Mail-Programm trotzdem die Einstellung setzen, E-Mails auf Server belassen. Dann ruft dein E-Mail-Programm das zwar ab, belässt die E-Mails aber trotzdem weiterhin auf dem Server und gibt so zum Beispiel deinem anderen Computer die Chance, die E-Mails auch noch abzurufen. Ich könnte dir zum Beispiel bei POP3 empfehlen, auf dem Handy die E-Mails auf dem Server zu belassen und auf dem Computer die E-Mails dann tatsächlich abzurufen. Und so könntest du deine E-Mails dann wirklich dauerhaft bei dir haben. Der Vorteil von POP ist, dass du deine E-Mails wirklich bei dir hast und die nicht auf dem Server langfristig gespeichert werden, wie das bei IMAP der Fall ist. Wir nutzen aber trotzdem IMAP, weil es viel flexibler ist und du kannst es wirklich auf allen Plattformen heutzutage nutzen, die IMAP unterstützen. Und dazu gehört halt zum Beispiel auch der Thunderbird. Und Thunderbird gibt es aktuell für dein Linux-Betriebssystem, aber natürlich auch für Windows und Mac und bald auch für Android. Das ist aktuell in Entwicklung. Bis dahin kannst du zum Beispiel auf Mail-Programme wie K9 Mail oder Fairmail zurückgreifen. Hier unten sind noch einige wichtige Daten, die du zum Teil brauchst, wenn du das E-Mail-Konto manuell einrichten würdest. Und hier ist auch nochmal eine Anleitung zur Einrichtung deines E-Mail-Programms. Da wird hier auch nochmal POP3 und IMAP entsprechend dann erklärt.
Wir möchten allerdings IMAP nutzen, kein POP3, und deswegen scrollen wir das hier auf und öffnen dann hier die Anleitung für IMAP. Wir haben hier verschiedene Anleitungen parat und da ist zum Beispiel auch Thunderbird direkt schon aufgelistet. Wir starten jetzt mal Thunderbird. Das ist hier bei meiner Linux-Distribution Spacefun jetzt bereits vorinstalliert. Du kannst es einfach öffnen, Thunderbird in der Suche eingeben und schon startet der E-Mail-Client. Und Thunderbird ist besonders toll, weil es nämlich Vorkonfigurationen kennt. Das heißt, du musst hier zum Beispiel für GMX gar nicht mehr so viel machen. Ich sage jetzt mal meinen Namen, TuxWiz, und sage jetzt meine E-Mail-Adresse, die ich vorhin angelegt habe, tuxwiz@gmx.net. Jetzt muss ich natürlich noch mein Passwort eingeben, was ich hier vergeben habe, und kann jetzt hier schon weitersagen. Und tatsächlich erkennt jetzt GMX automatisch diese richtigen Einstellungen. Denn GMX hat denn Thunderbird hat intern hinterlegt, welche Server GMX verwendet. Und zwar nämlich imap.gmx.net oder mail.gmx.net. Wenn du jetzt ein anderes E-Mail-Programm verwendest, wie zum Beispiel Evolution oder Claws Mail, es gibt ja noch ganz viele E-Mail-Programme unter Linux auch, dann kann es sein, dass du diese Informationen trotzdem manuell angeben müsstest. Und dann könntest du das eben auch hier machen. Das musst du bei Thunderbird gar nicht machen. Du kannst jetzt hier sagen, fertig, und die Geschichte ist schon erledigt. Ich zeige dir jetzt trotzdem mal hier manuell einrichten, damit du siehst, wie das aussieht. Also hier gibst du deinen Namen an. Das ist der Name, der auch erscheint, wenn du eine E-Mail verschickst. Dann kannst du hier deine E-Mail-Adresse hinterlegen, das Passwort, und dann wählst du hier als Posteingangsserver das Protokoll IMAP. Da wäre hier auch POP3 zur Auswahl. Hostname imap.gmx.net, das wird aber auch hier entsprechend angegeben. Dann verwendet GMX hier SSL für die Einrichtung und du kannst das dann hier auch tatsächlich nutzen. Ich sage jetzt hier nochmal Serverdaten für IMAP und SMTP und da sehe ich auch, und das wird zum Beispiel bei jedem E-Mail-Anbieter auch angezeigt, wie zum Beispiel posteo.de. Posteo.de wäre eine datenschutzfreundlichere Alternative zu GMX, die kostet dich etwas im Monat, die kannst du natürlich auch gut nutzen. Und dort stehen diese Informationen auch jeweils auf der Webseite und da musst du vielleicht dann zum Teil diese Sachen manuell eingeben. Und hier steht Server, Port und Verschlüsselung, SSL oder Verschlüsselung. Also SSL, TLS, nicht Start-TLS, das ist ein anderes. Und Port 993, vergleichen wir nochmal, stimmt also. Hier bei Postausgangsserver, das ist SMTP, heißt das Protokoll, der wird hier auch aufgeführt, mail.gmx.net, Port 587 und Verschlüsselung, hier wäre jetzt zum Beispiel Start-TLS. Hier hat er aber auch 465 erkannt, mit SSL, denn das wird auch unterstützt von GMX. Ich ändere es jetzt aber mal so, wie GMX es tatsächlich vorschlägt und wähle hier Port 587 und Start TLS als Verbindungssicherheit. Authentifizierungsmethode normal, Benutzername, du musst dich natürlich auch anmelden. Dann kannst du hier sagen, erneut testen. Ja, hat er gefunden und ich sage jetzt fertig. Damit ist die Einrichtung der E-Mail jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Anbieter wie GMX bieten dir aber zusätzlich noch weitere Services an, nämlich zum Beispiel CardDAV. CardDAV ist ein Protokoll, mit dem es möglich ist, Kontakte zentral auf dem Server abzuspeichern. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, weil dann hast du deine Kontakte direkt alle beieinander. Und da kannst du einfach dieses CardDAV-Konto hier verbinden. Das kennt er hier auch schon bei GMX. Und du sagst einfach hier verbinden und dann ist er bereits verbunden. Und dann gibt es auch noch standardmäßig Kalender, und zwar schlägt GMX dir standardmäßig zwei Kalender vor, einmal für Geburtstage und mein Kalender. Und ich sage jetzt hier auch verbinden, muss dann hier lokal auch noch einen Namen für den Kalender geben, kann hier auch noch eine schöne Farbe wählen, die ich möchte, und sage auswählen. Und könnte hier sogar noch die Offline-Unterstützung aktivieren. Das ist eben auch sehr wichtig, denn standardmäßig wäre das Ganze hier auch mit CalDAV immer nur online. So, jetzt sage ich hier beenden und damit ist mein E-Mail-Programm eigentlich auch schon komplett eingerichtet. Also ich bin sogar hier schon fertig. Ich persönlich nehme aber hier noch ein paar Einstellungen vor. Ich gehe jetzt hier erstmal unter das Konto, sage Einstellung und gebe dem Konto jetzt erstmal einen gescheiten Namen. Ich sage jetzt zum Beispiel GMX, dann weiß ich genau, das ist mein GMX-Konto und bin dann immer sofort dabei. Hier könnte ich jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie häufig meine E-Mails abgerufen werden. Ich könnte hier zum Beispiel sagen,
alle 5 Minuten statt alle 10 Minuten. Dann würde ich noch vorschlagen, E-Mails nicht im HTML-Format zu versenden. Das ist so eine Unsitte, die sich so ein bisschen eingebürgert hat. Wenn ihr kein HTML-Format verwendet, dann macht ihr euch wirklich mehr Freunde, denn damit kann man viel besser arbeiten als mit diesen unsäglichen HTML-Mails. Ich sage hier also Nachrichten im HTML-Format verfassen. Nein, das ist aber natürlich dir selbst überlassen, was dir besser gefällt. Hier sage ich jetzt noch den Junk-Filter, natürlich hat Thunderbird auch einen super Spam-Filter und das kannst du hier entsprechend einrichten. Er kann hier auch sagen, dass du die E-Mails zum Beispiel von Kontakten aus deinem persönlichen Adressbuch nicht als Spam deklariert haben möchtest. Das ist hier sogar schon aktiv. Und dann sage ich hier neue Junk-Nachrichten verschieben und dann sage ich hier Spam-Verdacht, GMX Spam-Verdacht. Das erkennt er, das ist bei GMX der Spam-Folder. Und ich könnte hier sogar sagen, Junk-Nachrichten löschen, die älter als 14 Tage sind. Das kannst du dann eventuell noch einstellen. Das ist eigentlich schon mal das Wichtigste. Hier gibt es noch den Punkt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ich habe in einem anderen Video schon mal erklärt, wie du zum Beispiel S/MIME-E-Mail-Verschlüsselung aktivieren kannst. Und das ist natürlich eine super Sache. Damit machst du das Ganze viel sicherer. Du kannst deine E-Mails auch signieren. Und das empfehle ich unbedingt auch einzurichten. Also schau dir unbedingt mein Video zu S/MIME-Verschlüsselung unter Thunderbird an. Das reicht jetzt hier schon in den Einstellungen erstmal. Was ich zusätzlich auch noch mache, hier diese Leseview, da kannst du jetzt noch die Ansicht einstellen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, das Fensterlayout zu definieren. Ich mag gerne diese klassische Ansicht. Das heißt, hier oben sind diese Mails und dann ist hier unten der Mail-Inhalt. Hier, das könntest du noch ein- oder ausblenden, je nachdem, ob du den Kalender haben möchtest. Dann könntest du hier auch diese Density noch ändern, also es gibt hier die Dichte, das macht das Ganze sehr kompakt oder halt doch etwas flächiger. Ich mag das auch ganz gern etwas flächiger und mache hier bei der Dichte meistens diesen oberen Punkt. Dann könnte ich jetzt hier in der Ansicht noch die Tabellenansicht einstellen, denn ich mag das ganz gerne, wenn meine E-Mails einfach so tabellarisch aufgeführt werden. Und zwar habe ich gerne die neuesten E-Mails oben. Das heißt, ich kann hier nach Datum sortieren. Ich kann jetzt hier auch jedes Mal die Alt-Taste drücken und dann wird mir mein ganz normales altes Menü, wie man es so kennt, hier eingeblendet. Und hier könnte ich jetzt auch nochmal die Sortierreihenfolge ändern. Ich habe jetzt gesagt absteigen. Ich deaktiviere hier jeweils auf den Ordnern auch noch die Gruppierung. Mich nervt das, diese E-Mails werden dann gruppiert und in so einer Thread-Ansicht angezeigt. Ich mag das gerne linear, aber das musst du selber rausfinden, was dir besser liegt. Und damit hast du eigentlich jetzt schon ein super E-Mail-Programm hier eingerichtet, mit dem du auch deine Kontaktverwaltung hier zentralisiert hast. Du hast einen Kalender, den du von überall nutzen kannst und kannst so jederzeit sicher auf deine E-Mails zugreifen. Du kannst es auch noch ein bisschen erweitern. Es gibt hier zum Beispiel noch diesen lokalen Ordner, der ist eigentlich für relativ wenig sinnvoll zu gebrauchen. Ich nutze den selber nicht. Da gibt es zum Beispiel ein Add-on. Hier gibt es auch wie bei Firefox Add-ons, Hide Local. Und dann kannst du einfach dieses Hide Local Add-on zu Firefox hinzufügen. Und dann ist dieser Folder auch schon ausgeblendet. Was ich auch noch ganz gerne mache, aber das ist eher so eine Profi-Einstellung, das kannst du hier unter den Einstellungen. Und dann gibt es hier den Punkt, erstmal beim Aufrufen von Thunderbird die Startseite anzeigen. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine letzte Mail angezeigt wird, nicht diese blöde Startseite. Dann kannst du natürlich auch noch einen Klang abspielen. Das schalte ich jetzt ab, weil ich nicht möchte, dass das Ding jedes Mal Pling macht, wenn eine neue E-Mail kommt. Das kannst du hier einstellen. Und dann gibt es hier noch diese erweiterte Konfiguration. Erweitert Konfiguration bearbeiten. Da ist die erweiterte Konfiguration. Und da setze ich jeweils noch den Punkt Mail Quote Punkt Graphical Mail Punkt Quoted Underline Graphical auf False. Denn sonst hat er diesen Quote-Stil, also Quote heißt Antworten, in dieser blöden HTML-Ansicht und die mag ich jetzt halt zum Beispiel überhaupt nicht. Und so habe ich das hier ganz normal, wie man das so kennt, in der klassischen Ansicht hier mit dieser typischen Quotierung, das heißt diese Zeichen hier größer als Zeichen vor der eingerückten Mail, je nach Mailtiefe. Das empfehle ich jetzt hier bei der Einrichtung von Thunderbird. Ähnlich kannst du das natürlich auch auf deinem mobilen E-Mail-Client, jetzt zum Beispiel K9 Mail oder in Zukunft halt dein Thunderbird auf Android.
zum Beispiel einrichten. Das findest du auch im F-Droid-Store. Das ist der freie Store, den ich immer empfehle, auf Android zu verwenden. Nicht diesen kommerziellen Google Store, Play Store. Verwendet F-Droid, denn da findet ihr ganz viel freie Software, die ist sicherer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einrichten dieser tollen Software. Nutzt wirklich einen richtigen E-Mail-Client und ihr seid wirklich diese lästige Werbung hier auf GMX los. Ihr werdet dann nicht mehr zugespammt, auch mit diesen komischen Neuigkeiten, die hier immer angezeigt werden. Das könnt ihr euch alles sparen. Und so habt ihr wirklich jederzeit Zugriff auf eure Mails und seid sogar noch viel sicherer unterwegs. Falls du bei der Einrichtung jetzt doch irgendwo nicht weiterkommen solltest, dann kannst du einfach bei uns in die Community hier auf spacefun.ch gehen und kannst dann hier zum Beispiel diesen Punkt Telegram anklicken. Denn wir haben eine tolle Telegram-Community, da sind wir schon über 100 Mitglieder in dieser Community und dort helfen dir viele User natürlich gerne weiter. Und du kannst dich natürlich einfach austauschen zu Themen rund um freier Software. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.